Nachdem ich die Haut nochmal abgespült und an die Luft gehangen habe, hat sie nun einen sehr guten Zustand und ist schon etwas angetrocknet. Das merkt man, dass man nicht mehr, die Feuchtigkeit ist schon etwas raus. Nun beginnt das Weichmachen. Da können wir die Haut bewegen, 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 ziehen, in die Längsrichtung, in die Querrichtung. Hauptsache, die Haut wird bewegt. Alle Fasern müssen sich voneinander trennen. Und dadurch bekommen wir dann ein weiches Leder. Durch die Wärme unserer Hände und durch die Bewegung entsteht ja auch Wärme. Verteilt sich das Fett in den Häuten und zwischen den Fasern und ist somit bei der Fettgerbung sehr willkommen. Die Haut wird noch eine Weile ihre Feuchtigkeit behalten und beginnt dann ganz langsam, fast unmerklich, an zu trocknen und auch steifer zu werden. Alle Stellen, die noch steif sind, wurden zu wenig bewegt. Dann gilt es, sich vorzuarbeiten bis zum fertigen Leder. Wir können das mit unseren Händen machen. Es gibt aber auch einige Möglichkeiten, Hilfsmittel zu benutzen. Ein Hilfsmittel wäre zum Beispiel, wenn man ein Geländer hat. Dann könnte man, nun fasst man das Leder beiden Seiten an und zieht es so über das Geländer drüber, dass es so darüber geht. Und wenn man das Leder fest anfasst und etwas unter Druck zieht, dann kann man das gut bewegen. Ich werde das mal hier an der Tischkante zeigen. So könnte man noch andere Gegenstände nehmen. Ein Stuhl, ein Geländer. Ja, es ist schon zu erkennen, dass das Leder eine ganz andere Struktur aufweist als zu Beginn die Haut nochmal. Nun geht es auch schon weiter. Nach ein paar Minuten ist zu erkennen, dass die Haut bereits weiter getrocknet ist.
Das sieht man sogar hier auf dem Video. Aber wir müssen das weich machen, fortsetzen. Und immer ziehen, dehnen, strecken, ziehen, kneten, rubbeln und so weiter. Selbst an den Hintergrundgeräuschen ist zu erkennen, dass in der Fischhaut, in dem Fischleder eine starke Veränderung stattgefunden hat. Wenn du genau hinhörst, dann hört man es rascheln. Die Haut wird immer trockener und raschliger und es wird immer mehr zu Leder. Ich denke, dass durch die gezeigten Aufnahmen gut zu erkennen war, was wir mit der gegerbten Fischhaut machen müssen, wie wir sie bewegen müssen, damit wir ein weiches Leder erhalten, das durchgängig weich ist und keine harten Stellen aufweist. Auch ist hier gut zu erkennen, dass die Fischhaut fast zu Leder geworden ist. Es sind noch einige Arbeiten, einige Bewegungen nötig, aber das werde ich im Hintergrund fortführen und zeige euch dann das entstandene Endprodukt. Ich habe in der Zwischenzeit noch etwas an dem Leder gearbeitet und es fällt jetzt so aus. Ich bin damit sehr zufrieden. Wenn das Leder sich für dich weich genug anfühlt und an allen Stellen weich und trocken ist, dann hast du dein erstes Fischleder gegerbt. Dann kannst du stolz auf dich sein. Auf der Rückseite kann man, wie gesagt, wenn es nötig ist und gebraucht wird, mit Sandpapier nochmal drüber gehen, aber das muss nicht unbedingt sein. Es kommt darauf an, wofür das Fischleder gebraucht wird und ob die Seite zu sehen ist oder nicht. Wenn du mit deinem Fischleder noch nicht zufrieden bist, dann arbeite noch weiter, bis der gewünschte Effekt eintritt. Und dann hast du es geschafft. Glückwunsch! Hier ist auch sehr schön zu sehen. Die Oberflächenstruktur, wenn man daran zieht, stellen sich die Schuppentaschen auf. Ich würde das Leder jetzt erstmal ein paar Tage liegen lassen. Sollte es doch noch härter werden oder steifer, dann kann man mit den Händen noch nacharbeiten und das Leder weich machen, bis es die gewünschte Haptik erreicht hat. Dieses Fischleder ist auch recht glatt geworden. Manchmal hat man Fischleder, die sehen ganz zerknüllt aus wie ungebügelter Stoff. Aber hier kann ich recht zufrieden sein.
Ich danke dir fürs Zuschauen und wünsche dir viel Spaß mit deinem Fischleder.